Willkommen bei der Albenrevue. Stellt man heute Listen zusammen, die Alben und Musikstücke beinhalten, welche man als die Geburtsmomente von Techno und House betrachtet, steht zumeist eine sehr ungewöhnliche LP an der Spitze. Die Rede ist von E2 auf E4 von Manuel Göttsching. Dieses Album erschien 1984, doch es beinhaltet eine Aufnahme, die bereits 1981 gemacht worden ist. Manuel Göttsching ist seit 46 Jahren der Gitarrist der berühmten Krautrock-Gruppe Ashra-Tempel. Und ja, ich möchte an dieser Stelle hervorheben, dass ich nie ein allzu großer Fan dieses Begriffs Krautrock war. Ich habe mit dem Wort kein massives Problem. Andere Kategorien, Begriffe wie zum Beispiel World Music stoßen mir da deutlich mehr auf. Doch sieht man sich die Arbeiten von Ashra-Tempel an, so wird schnell deutlich, dass man mit dem klassischen Begriff Psychedelic Rock oder Lessig Psych deutlich weiterkommt. Experimentelle Musik wäre sicherlich auch ein weiteres Attribut, das hier durchaus zutreffend ist. Ende der 70er Jahre beschäftigte sich Manuel Göttsching zunehmend mit den Möglichkeiten einer stark elektronischen Aufführungspraxis, die es ihm ermöglichen würde, alleine aufzutreten, ohne eine Band. Ein Teil dieser kreativen Entwicklung war auch dieses großartige Album, das am 12. Dezember 1981 aufgenommen worden ist, also heute auf den Tag genau vor 35 Jahren. Die Aufnahme fand in nur einer Session in Berlin statt, in dem Studio Roma. Das gesamte Stück besteht aus einem präparierten Synthesizer-Muster aus zwei Akkorden, das durch einen komplexen Aufbau aus Effektgeräten geloopt wird. Die zuerst unscheinbaren, langsam voranschreitenden Veränderungen im Klanggebilde werden durch den improvisierten Einsatz der Effekte und Synthesizer-Module herbeigeführt. Heute wurde niemand zu arbeiten. Alle Modifikationen innerhalb eines so langen Stücks wären in einem Computersequencer vorbereitet und für die eigentliche Aufnahme würde man einfach nur eine fertige Datei exportieren und dabei vermutlich einen Sandwich essen. Doch E2 auf E4 entstand im analogen Zeitalter und der Prozess der Klangmanipulation und Modulation der kurzen Harmoniefolge glich einer konzentrierten Performance an unzähligen Effektgeräten und Reglern. Damals geschah alles noch, während man es tat. Es war ein unmittelbarer Prozess, dessen Gefahr darin bestand, dass nur ein einziger Fehler alles unterbrechen konnte. Doch E2 auf E4 war ein gut vorbereitetes Experiment und gelang beim ersten Mal. Der Aufnahme wurden keine Overdubs hinzugefügt, auch fanden keine Reparaturen an einzelnen Tracks statt. Zumindest weiß ich nichts davon. Es ist, was es ist. Es klingt so, wie es das Studio verlassen hatte. Ein hypnotischer, treibender Sound, eine Stimme aus der Zukunft. Und sogar dann, als sich bei der 30. Minute aus all dem elektronischen Webmuster plötzlich Manuel Göttschings Solo-Gitarre herausschellt, fühlt man sich an das zukunftsweisende Echo der funkigen Deep House und Ibiza-Musik der späten 90er und frühen Nullerjahre erinnert. Im Nachhinein erscheint es ein wenig schockierend, dass dieser epochale Wurf erst einmal in der Schublade gelandet war. Denn erst 1984 kam das Stück in einem Gespräch zwischen Klaus Schulze und Manuel Göttsching auf und erschien dann im selben Jahr als Vinyl-LP in einer Auflage von 1000 Stück auf Schulzes eigenem Label Intim. Für diese Erstauflage werden heute auf dem Vinylmarkt im Schnitt $200 bis $300 verlangt und bezahlt. Doch zum Glück leben wir in einer Ära, in der Vinyl sein heimliches Comeback feiert. Und deshalb brachte in 2016 Intim eine 500-Stück-Neuauflage des Albums heraus, diesmal auf einer 180-Gramm-Vinylscheibe. E2 auf E4 gilt zu Recht als einer der visionärsten Würfe der elektronischen Revolution. Um das Jahr 1980 gab es viele Projekte, die tief in die Welt der Synthesizer getaucht waren, von Yellow Magic Orchestra über Jean-Michel Jarre, von Brian Eno über Kraftwerk. Doch vermutlich kein Album hat die Musik der Zukunft so präzise vorausgesehen, wie es Manuel Göttsching getan hat. Diese Scheibe könnte man jederzeit auflegen und hierbei behaupten, es sei eine Detroit-Techno-Platte von 1995. Es drängt sich geradezu der Verdacht auf, dass Manuel Göttsching ein Zeitreisender war, der die Zukunft gehört hatte. Ich gebe diesem Album mehr als nur die verdienten 5 Sterne. Dies ist ein Fall für 5 Sterne Ultra. Richtungsweisend, visionär und zugleich akustisch zeitlos gehören diese zwei Akkorde zu einem der wichtigsten Beiträge der modernen deutschen Tonkunst. Das war E2 auf E4 von Manuel Göttsching aus dem Jahr 1984.